Hallo zusammen, ich bin der Michael. Ich bin der Damian. Ich bin der Leonard. Und wir sind von der alten Kante Aarau aus dem Aargau. In unserer Arbeit haben wir ein Radioteleskop gebaut, also nicht so eins, wie ihr hier hinter uns seht. Das könnt ihr bitte komplett ignorieren. Unser Ziel war es, einen Puls von einem Pulsar zu messen, was ein toter Stern ist, der sehr schnell rotiert und sehr regelmäßig Radiowellen aussendet. Da wir alle arbeitslos sind, haben wir nicht so ein grosses Budget zur Verfügung gehabt. Das heisst, eines unserer Ziele war es, ein möglichst günstig und mit überall verfügbaren Materialien zu bauen. Da zum Beispiel Holz aber relativ teuer war, haben wir uns entschieden, einfach mitten in der Nacht ein Trampolin von unseren Nachbarn auszuleihen. Das Trampolin haben wir als Grundstruktur verwendet, für unseren Parabolspiegel. Den Rest haben wir aus Maschendraht gebaut, der normalerweise sonst für Hühnerkäke zum Beispiel verwendet wird. Aus Holz, das wir von der Schule bekommen haben, und Kupferdraht haben wir nachher unsere Antenne gebaut, wo wir nachher mit Zeilen an unserem Radioteleskop Draht haben. Zur Freude von uns allen war unser Puls aber nur am 4 Uhr am Morgen messbar. Zum Glück haben wir aber nur eine einzige Messung machen, weil sie von Anfang an geklappt hat.